Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir spielen LX2 und sind jetzt hier in der Bastion. Und so wie das aussieht, wirst du sie mitnehmen, ne? Ja, sie will die Pläne der Morkots klauen. Ja. Sie hat uns einfach überfallen, aber Ist ich habe gut. zum Glück schon genügend Pfeile eingekauft. Also nehmen wir den Zeig mir Auftrag deine an. Morkons. Gut. Folge mir. Na gut, es bleibt uns sowieso nichts übrig. Sie teleportiert Die uns destruktive sowieso hin. Fanatiker. Irgendwo dort haben die Morkons ihre strategischen Pläne gelagert. Und ich denke, sie werden nicht darüber erfreut sein, wenn wir sie ihnen entwenden. Nee? Haben Ja, Sie das eine ist Last anzunehmen. weniger? Ja, gut, dann. Ja, Verdammt. ich muss doch warten, bis ich was machen kann. Sind wir also besser Nein, vorsichtig? das meinte ich jetzt Ich bleibe nicht. hinter dir. Ehrlich gesagt, habe ich eigentlich eher Nera gemeint. Ach so. Okay. So, da müssen wir gucken. Ja, einfach gerade voraus. Aber so toll finde ich das gar nicht. Was auch immer du dir dabei versprichst, wir werden die Jungs nur verärgern, wenn sie merken, was wir vorhaben. Das sollten sie besser nicht Dann merken. sorge besser dafür, dass sie es eben nicht merken. Genau, recht hast du. Na gut. Es steckt wenig Effizienz in dieser alten Bauweise. Na, sagen wir mal so, man sieht auch nicht mehr so richtig viel davon, oder? Ja, ich würde mir nicht zutrauen, die Effizienz dieser Halt, alten Bauten zu halt. beurteilen. Was steht da? Wie viele, wie heißen die, haben die einen Namen und so weiter? Ja, ich sehe da drei Stück. Vier. Oder Vier? ist das Lagerfeuer auch einer? Ja. Wohl eher nicht. Die Frage ist, wo haben Sie Ihre Pläne versteckt? Naja. Komme ich da durch? Nein. Nein, ich komme hier nicht durch. Mist. Bist ja verdammt. Du wolltest doch eigentlich heimlich dahin, oder? Meinst du, tagsüber ist dann der beste Zeitpunkt, also die beste Zeit dafür? Das sind die Pläne. Ja, jetzt haut ab. Jetzt weg hier. Aber wusch, wusch. Wow. Na, Das war leichter, als ich klingt doch wie dachte. Brezelbacken. Gut. So, Na dann, bitteschön. haut ab. Hier hast du. Hier sind die Pläne der Morkons, die du wolltest. Gut, das ist sogar sehr gut. Endlich bekomme ich ein paar mehr Einblicke in die Machenschaften dieser religiösen Fanatiker. Ich werde sie alsbald auswerten. Was dann? Das weiß ich noch nicht. Frag mich später noch einmal danach. Ja, das ist eine gute Frage. Hast du denn mittlerweile irgendwelche Erkenntnisse aus den erbeuteten Plänen gewonnen? Ja, in der Tat, das habe ich. Doch ich glaube kaum, dass sie dir nützen werden. Warum nicht? Es geht um emotionale Reaktionen und Einstellungen bestimmter Sachverhalte. Zum Beispiel? Wie sie über Fortpflanzung denken. Was sie machen würden, wenn alle anderen Gemeinschaften nicht mehr da wären. Weiterführende Techniken im Zusammenhang mit unausweichlichen Bedrohungen und Überlebensängsten. Ja. Genau. Du redest über Psychologie, über das Menschsein an sich. Sieht ganz so aus. Okay, wie willst du damit dein Volk beschützen? Das solltest du eigentlich am besten wissen. Kenne deinen Feind und du weißt, wie du ihn am effektivsten treffen kannst. Ja, genau. Okay, na gut. Kann man ja mal fragen. Alles okay soweit? Statusbericht. Zur Beanstandung gibt es aktuell keinen Grund. Naja. Ich weiß, du meinst es gut.
Doch solltest du darauf achten, dass deine eigenen Belange dabei nicht zu kurz kommen. Na gut. Weiß mal Bescheid. Immerhin respektiert sie uns schon. Genau. So, und dann wollte ich ja eigentlich zu den Morkons. Wo haben wir den Auftrag? Ja, genau dieses. Karte. Zur Grotte. Jawohl. Da ist ja so schön gemütlich bei den Morkons. Und du nimmst sie dahin mit, ja? Jo. Kenn ich nix. Ich nehme an, das ist sowieso ein Außenauftrag. Aber dazu müssen wir erst die Hüterin der Bestien besuchen. Wir waren ja schon bei ihr. Ja, ja. Aber frag mich nicht, wo das war. Ja. Ist hier auch wirklich ein bisschen schwierig. Was immer hier zusammengebraut wird, kann nicht gut sein. Das stimmt. Also davon gehe ich auch aus. Also wir wissen ja, dass es nicht gut sein kann. Was wir bisher gesehen haben, ja, war eher abstoßend. Ja. Oh. Hier müssten wir durch die Wand. Nichts verloren. Ja, geh mal ja, raus. Ist ja reicht, gut. Reicht. Besser für dich, glaub mir. Ja, ist es auch. Ist ja gut. Ha? Leben in Stillstand. Fremde besuchen die Käfige nur selten. Also, was willst du von mir? Kümmerst du dich um die Gefangenen? Ich achte nur darauf, dass sie am Leben bleiben. Aha. Tot nützen sie uns nichts. Auch wenn nicht alle diese Meinung teilen. Wovon redest du? Ja. Wovon redest du? Du bist noch nicht lange hier. Kein Wunder, dass du das Offensichtliche nicht verstehst. Ich spiele auf diese verbohrten Wichtigtuer an. Die Resistenten. Aber im Gegensatz zu ihnen benutzen wir Abwerber unseren Verstand. Wir haben erkannt, dass der Tod warten muss, wenn unsere Existenz bedroht ist. Lassen wir den Resistenten alles durchgehen, wird bald keiner mehr da sein, der unsere Gemeinschaft schützen kann. Tun wir es nicht, bluten wir langsam aus. Kannst du also nachvollziehen, warum wir Gefangene machen? Ja, euch fehlen die Leute. Ja. Ja, euch fehlen die Leute. Uns fehlen Gläubige. Aber genug der Arschspalterei. Früher oder später fängt jeder an zu glauben. Ganz gleich, woher er kommt. Und jetzt entschuldige mich, ich muss die Käfige inspizieren. Ja, ja. Naja, sperr sie lang genug in Käfig, dann werden sie schon gläubig. Ja, wenn sie dann halb verhungern und so. Ja, wenn sie im Käfig und dann verhungern, auch noch vielleicht gefoltert werden, dann glauben sie bestimmt. Ja. Nicht schon wieder. Wache! Ist ein Toter. Tja, Pech. Hä? Ja, was machen die? Die packen die in die Käfige rein und warten, dass sie sterben oder... Oder dass sie sich zum Glauben bekennen. Drei tote Gefangene. Die schlafen doch nur. So wie du, hm? Besorg eine Karre und beseitige die Kadaver. Bevor noch mehr Ungeziefer angekrochen kommt. Los! Toll. Verfluchter Dummkopf. Tja. Und dieser hier wird wahrscheinlich auch bald sterben. Jetzt nicht. Naja. Naja. Die brauchen nichts mehr. Ja, sagst du so. Die anderen sterben auch gleich. Zwei lange dauert das bestimmt nicht mehr, so wie die da rumliegen. Komm in ein paar Stunden wieder. Ja, vielleicht sind sie ja, dann schon tot. Wir können ja nicht warten. Nicht. Ich habe zu tun. Ja, tatsächlich. Ja. So sieht es auch aus. Wer ist das denn? Er ist auch eine Frau. Sagst du was? Jetzt nicht. Nee, die sagen alle nichts mehr. Na gut, dann gehen wir. Sowieso nicht unser Ziel hier. Nein.
Nein. Hier ist es doch so gemütlich. So. Hier geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter. Da müssen wir erstmal wieder hoch. Mist. Wache. Ah. So. Wie kommen wir in die Richtung? Probieren wir es mal hier lang. Dieses fürchterliche Gängegewirr hier geht einem auch leicht auf den Senkel. Ja? Ja? Meine Meinung will ja keiner hören. Will keiner hören. Naja. Es kommt, naja. Wie es kommen muss. Das ist wohl in jeder Gesellschaft so. Ja, ich glaube, wir sind hier sogar richtig. Aha. Sie ist wohl oben. Da ist sie doch. Benja. So, Attila wartet auf neue Kreaturen. Attila wartet darauf, dass du ihm neue Kreaturen lieferst. Und warum sagt er mir das nicht selbst? Immer schön die Hand aufhalten, aber keinen Finger krumm machen. Die Biester zu töten ist eine Sache, aber lebend gefangen nehmen etwas ganz anderes. Das kann schon mal etwas dauern. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe mehr Biester als jeder andere durch das Tor geschleift. Oh. Wenn du so gut bist, warum reparierst du dann die Käfige? Was wird das hier? Ein Verhör? Ich habe genug von der Jagd. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Versteh mich nicht falsch. Du kannst nichts für meine schlechte Laune. Während Attila nichts weiter macht, als große Reden zu schwingen, arbeite ich mir den Rücken krumm. Ist was vorgefallen? Ja. Ist irgendetwas vorgefallen? Leichen. Eine Menge davon. Aber ich rede zu viel. Meine Lage interessiert sowieso niemanden. Falsch. Genau. Falsch. Schieß los. Eigentlich ist es schnell erklärt. Unsere Abwerber fangen neue Diener Ravaks, meine Leute Kreaturen. Und genau da liegt das Problem. Menschen handeln nicht nach Instinkt. Sie sind berechenbar. Für die Biester gilt das nicht. Allein letzten Monat habe ich 3 Fänger verloren. Gute Leute. Und die Käfige halten auch nicht, was sie versprechen. Auch da reiht sich ein Vorfall an den anderen. Und was unternehmt ihr dagegen? Nichts. Die Resistenten verehren den Tod. Es ist der reinste Wahnsinn. Trotzdem wird erwartet, dass ich meine Aufgaben erfülle. Nur, wie soll ich das bewerkstelligen? Man stellt mir nicht einmal jemanden zur Seite, der meine Fänger zurückholt. Mhm. Wegen der Kreaturenfänger. Ich sehe nach ihnen. Ist das dein Ernst? Ja. Du bist kein Morkon. Es wäre falsch, dich damit reinzuziehen. Das lass mal meine Sorge sein. Na schön. Ist ja nicht so, dass ich eine Wahl hätte. Aber es gefällt mir nicht, wenn ich dir allein meine Probleme aufhalse. Deswegen schlage ich vor, dass wir uns die Arbeit teilen. Such du nach Ilka und ihren Leuten. Ich übernehme die anderen. Gut. Fragen wir mal. Wer sind die anderen? Blutjunge Anfänger. Gut möglich, dass sie in Schwierigkeiten stecken. Deswegen übernehme ich sie. Du wirst mit Ilkas Trupp leichtes Spiel haben. Bevor du gleich aufbrichst, gibt es noch eine Sache, die mir wichtig ist. Ilka hat von mir ein Beruhigungsmittel für die Biester bekommen. Sie wird kaum alles aufgebraucht haben. Stell sicher, dass sie mir den Rest wieder mitbringt. Also, alles verstanden? Oder ist noch irgendetwas unklar? Ilka finden und das Beruhigungsmittel mitbringen. Richtig. Ich werde auch bald aufbrechen, muss nur noch meine Arbeit hier zu Ende bringen. Danke, dass du mir hilfst. Na gut. Und komm mal. Welche Richtung hat sich Ilka aufgemacht? Sie jagt Felslibellen im Südosten von Karakis. Wenn du dorthin aufbrichst, pass nur auf, dass du nicht das Revier eines Bergtrolls betrittst. Die Begegnung würdest du bitter bereuen. Ja, das ist durchaus möglich. Ja, die Gefahr besteht durchaus. So. Dann
Nichts hier raus. Ja. Ja, erstmal raus hier. So schnell wie möglich. Das ist komisch, raus. Aber diese Dunkelheit, die geht einem wirklich so ein bisschen wohin, auf den Geist. Aber weg. Okay. Da ist schon wieder so eine komische Felslibelle. Ich will aber erstmal den Auftrag aktivieren und auf der Karte gucken, wo wir hin müssen. Ja. Da müssen wir hin. Oh, da haben wir nicht viel an Sprungpunkten in der Umgebung. Da müssen wir den hier nehmen. Da könnte man hin. Südkarakis, das könnte einigermaßen passen. Ja. Hier ist ein Totenkopf. Dann wird man da ein bisschen aufpassen müssen. Ne? Ja. Ich laufe ganz gern oben, dann kann man gucken, was sich da unten so tut. Oh, guck mal, hier gibt es Sachen einzusammeln. Dann sollten wir das tun. Ja. Aha. So Papier. Da hat sich jemand. Da hat sich jemand lange aufgehalten. Aha. Da ist nochmal Klopapier. So. Ein Bett. Gut. Also. Weiter geht's. Hier gibt es was Unterirdisches. Ja. Unter der Brücke. Wow. Eine Doppelbrücke sozusagen. Oh, was ist das? Guck's an. Ja, das hörst du wohl. Das ist nur ein Pestrahl heraus. Du kannst, es geht ja gleich runter. Dann überlegt er, komisch, der ist tot. Der hat dich schon umgebracht. Bist du da aus dem Weg gekommen? Ja. Es wird wirklich Zeit, dass du mal eine bessere Waffen kriegst hier. Ja, ja, klar. Ich arbeite dran. So, und wo sind die Fänger? Ich meine, Purzelbäume schlagen können in der Geschwindigkeit, das möchte ich auch gerne. Hm? Purzelbäume schlagen. So ja, doch. So, zack, ein nach dem anderen, zack, 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 zack. Ja. Aber ich glaube, ich hätte mich eigentlich eher darauf verlassen, dass ich weglaufe irgendwie. Ich war doch immer ein relativ guter Läufer. Eher als ein Purzelbaumstrahl. Ein schlagendes Wesen. Was haben wir da? Ah, einer so von blödes der Sorte. Mistvieh. Ein Sturm. Ah, Sturmwaran. Ja, die sind ja, der ist. Aber da hat man ja schon einige von denen. Ja. Ja, ja, ist gut. Was ist aber. Hey, Reißer. Oh. Ja, halt, danke. Gehen beide hin. Was hat die denn für eine Kanone? Na, die Alps, die haben doch die Laserwaffen. Toll. Sowas könntest du auch gut brauchen. Bestimmt. Wo ist denn der Waran? Oh, da liegt er jetzt ganz friedlich. Irgendwo. Hier ist er. Ja. Und das da hinten Assel. Ist nur eine Assel. Naja, so, lass mal. Ich freue mich über irgendwo sowas. Irgendwo hier oben oder hinter dem Hügel. Mhm.
Karte gucken könnte helfen vielleicht. Die Autobahn ist nicht mehr ganz gut in Schuss. Hä? Nee. Da hat jemand ein paar Stücke geklaut. Oh ja, wir sind auf, ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Da ist unser Missionsziel. Ist ja wild zerklüftet hier. Halt, was bist du? Wieder da? Mal so ein Waran. Schon wieder so ein Sturmwaran, ne? Ja. Da unten. Da unten, das ist nicht so. Das sind nur normale. Hier, ein Schuss in die Säcke. Die Blutkanne ist schnell weg. Aber die Sturmwarane sind da doch der Ecke härter. Ja, vor allen Dingen war sie auch ist ein bisschen blöd, weil ich. Ja, aua. Weil die einen auch so angreifen. Mistvieh. Dann solltest du auf dich aufpassen. Also, ja. Wo ist er? Schon tot? Da. Sie hat ihn schon umgebracht. Nein, er lebt noch. Bring ihn um. Na, Würste. Ja, das war's. Ja. Blödes Mistvieh. Good riddance. Oh. Ah, da ist noch was anderes. Ja, ja. Wo ist er? Da. Da ist er. Ach, ein Stachelrücken. Ja, der bringt Leder. Das bringt gutes Aha, Geld. Na gut. Der ist weg. Und ich verschwende schon wieder meine Pfeile. Mhm. So, weiter geht's. Fängershuhn. Ach, da ist wieder so ein Stachelrücken. Nee, ein Reißer. Ein Reißer. Ach, hin nicht. Spar dir den. Pfeil. Ach, der ist gut. Back. Ja. Ja, wenigstens kann man einige Gegner schon erschießen mit einem Pfeil oder zwei. Und da hinten läuft so ein kleines Ding rum, lass es da rumlaufen. Ein Hühnchen, ne? Ja. Dosenfleisch. Ja, wer weiß, wann die das da eingedost haben. Oh ja. Hauptsache, der Inhalt ist noch nicht verrostet. Ach, da ist schon wieder einer. Aber der ist ziemlich weit weg, also vergiss ihn. Ach, lass ihn fliegen. Lass ihn. Es sei denn, er kommt. Die Nerven sowieso. Hören. Wir kommen ins Suchgebiet. Ja. Guck mal. Na? Ich fürchte, wir finden hier nur noch Leichen. Hey, tut doch weh. Pass auf dich auf, sonst bringt dich noch eine kleine Libelle um. Nein, welch eine Schande. Aber hier muss irgendwas anders sein. Okay. Das sind ja nur diese Libellen hier. Ich glaube, ich muss mal wieder ein bisschen Fleisch braten. Das wird langsam knapp. Wo denn? Ist wieder so ein Sturmwaran. Ja, ich will erstmal die Libellen einsammeln. Natürlich. Außerdem, vielleicht kommt er ja auch gar nicht. Der flog dann nur dahin. So, das waren sie wohl alle mehr oder weniger. Und dann haben wir hier so eine verfallene Hütte mit Inhalt.
Ja, jetzt guck mal, hier sind Tote. Das ist es wahrscheinlich, was wir suchen sollten. Ja. Und was wir jetzt gefunden haben. Das ist Ilka. Da ist Ilka. Hallo? Funktioniert das Ding? 1, 2, 3. Scheiß Klerikertechnik. Wir haben das Fleisch mit dem Mittel versehen, nur schlafen die Biester nicht ein. Im Gegenteil, irgendwie wirken sie unruhig. Ich sehe mir das mal an. Das war's. Sieht nicht so aus, als ob Venjas Beruhigungsmittel funktioniert hat. Ah, das war's dann wohl, ja? Das war ja... Das hat die wahrscheinlich eher aufgeregt. Ja. So, ist ja nicht alles, da ist ja noch einer, ein Bluthund. Ja, die Jäger bei dem Morkunst, die heißen wohl Bluthunde, ja. Aha. Ja, haben wir doch schon ein paar Mal. Ja, ich weiß. Gesehen. Ist noch ein Toter. Noch einer. Mann, ich sehe ja gar nichts. Nee. Symbol von Rabak. Nein, schlafen geht's jetzt nicht. Sei nicht immer so faul, Mensch. Na, kriege ich das hin? Zum Glück ist es ein leichtes Schloss. Das war wohl nichts. Nö. Na gut, dann nicht. Das war ja schwer. Diese Schlösser mag ich. Voller Hund, ja. Ja. Leider alles Elixit. Elix wäre mir lieber. Aber das gibt's leider nicht so häufig. So, ja. Ja, wer ist da? Ja, das Geräusch, ne? Ja. Ja, guck, da ist hier vorne hier ist irgendwo ein roter Punkt, eine Blutkralle. Nur da zum Beispiel nichts. Ja, ja. Hat sich ja kaum gelohnt, da einen Pfeil auszupacken. Tja, totspucken kann ich noch nicht. So, ja. Ich glaube, wir haben hier nichts mehr groß zu erledigen, leider. Na gut. Gucken wir mal, was sagt das Lochbuch? Tja. 3. Mhm. Wir haben 3 von 3 Beruhigungsmittel. Genau. Also. Können wir eigentlich zurückgehen und den Auftrag abgeben, oder? Ja. Mach das. Dann ist es abgeschlossen. Na gut. Zurück zur Grotte. Burschen hier vorbei. Sind schon toll, diese Figuren. Ja. Nein, hier ging's ja nicht weiter. Da müssen wir noch ein Stück weiter. Dass die Menschheit überhaupt noch existiert, grenzt an ein Wunder, wenn ich mir ihre Wurzeln hier so betrachte. Ja, das stimmt. Na, wo bist du? Da ist er. Ja, tut uns leid. Hey, Venja. Ja. Wegen der Kreaturenfänger. Sind deine anderen Leute schon zurück? Ja. Gerade als ich aufbrechen wollte, kamen sie mit ihrer Beute durchs Tor. Ich war mir sicher, dass ich dir den leichten Teil der Arbeit übertragen habe.
verkehrte Welt. Ja. Ich habe Ilka gefunden. Und? Tot, wie ihre Begleiter. Ich kann es nicht glauben. Und alles nur wegen dieser verdammten Arena. Wir führen uns selbst auf die Schlachtbank. Blind vor Blutdurst. Und jetzt? Ich weiß es nicht. Hast du noch etwas von dem Beruhigungsmittel retten können? Naja. Aber nicht viel. Konntest du herausfinden, was passiert ist? Warum sie gestorben sind? Gut möglich, dass dein Mittel nichts taugt. Zumindest sollte es in Betracht gezogen werden. Aber wie kann das sein? Ich habe es selbst hergestellt. Bist du dir ganz sicher, dass das Beruhigungsmittel überhaupt wird? Nein. Ilka sollte es testen. Naja, eben. Dann war vielleicht die Rezeptur falsch. Auszuschließen ist es nicht. Das Rezept ist nicht von mir. Ein Outlaw hat es uns verraten. Hey. Es bräuchte jemanden mit Verstand, der das Mittel untersucht. Nur gehe ich nicht davon aus, dass uns bald ein Alchemist in die Hände fällt. Soweit ich weiß, wagen die sich nur selten vor die Tür. Naja. Sag mal, du kommst doch viel herum. Kennst du jemanden, der in Frage kommt? Klar doch. Tilas. Ja, aber dann werden die doch entführen und dann ist er tot. Nein. Okay, sag mal. Ich frag mal hier. Warum fragst du den Outlaw nicht? Warum fragst du den Outlaw nicht, was es mit dem Rezept auf sich hat? Aus dem kriegst du nichts mehr heraus. Aha. Außer du beherrschst die Kunst, mit Toten zu sprechen. Siehst du, das würde ich also. Er hatte wohl gehofft, dass er der Behandlung in der Blutzisterne entgeht, wenn er uns etwas verrät. Nur unsere Peiniger hatten andere Pläne. Na schön. Hier folgt ein sinnloses Opfer dem nächsten. Kennst du sonst noch jemanden, der in Frage kommt? Tilas. Auch Mick? Ja. Ich wollte sowieso bei den Outlaws noch ein bisschen rumlaufen. Da haben wir auch noch kaum Mick, Aufträge. Ein Schnapsbrenner der Outlaws. Der uns das Rezept verraten hatte, gehörte ihnen ebenfalls an. Vielleicht ist dieser Mick genau der Mann, den wir brauchen. Wenn sich bei ihnen keiner findet, wird es schwierig. Allenfalls die Berserker kämen dann noch in Frage. Sie haben ein Händchen für die Braukunst. Aber die erste Wahl sollten die Outlaws sein. Ich weiß, es ist viel verlangt, zumal du mir schon einmal geholfen hast. Aber könntest du die Reise auf dich nehmen? Würde ich es versuchen, weiß ich nicht, wie man auf mich reagiert. Und dieses Mittel bedeutet mir sehr viel. Wenn es auch nur ein Leben rettet, wäre es die Mühe wert. Bisher hat es nur das Gegenteil geschafft. Umso dringender, dass es seinen eigentlichen Zweck erfüllt. Such jemanden, der sich das Beruhigungsmittel mit Sachverstand ansieht. Der herausfindet, warum es nicht gewirkt hat. Gut. Na gut. Gut, dann haben wir ja zwei eigentlich, die wir da fragen könnten. Ne? Ja. Insofern. Ja, ich würde sagen, dann machen wir erstmal Schluss, ne? Ach so, ja. Ist ja schon. Oder in der nächsten Folge werden wir dann bei den Outlaws sein. Ja. Okay. Hier in Krater gehen. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.